ein Mann wie Olaf Beyer aus der DDR überraschend Zweiter geworden ist, Punkte gut gemacht hat. Und von diesem Mann, dem Weltrekordhalter Uwe Hohn aus der DDR, brauche ich gar nicht zu reden. Der Souverän in dieser Disziplin. Natürlich geht bei ihm auch einmal ein Versuch daneben. Was heißt das bei ihm? 84, 85 Meter. Damit wären wir ja schon hoch zufrieden gewesen. Bei ihm ist im Anlauf manchmal weniger mehr. Das hat sich erst kürzlich wieder in Stockholm gezeigt. I'll be back.